Ich würde sagen, jetzt kommen wir zur Schatzkarte. Peace, Freunde, was geht? Ich bin bei Reapers und ich begrüße euch zu einem weiteren Fortnite-Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video, Freunde, habe ich mal wieder eine richtig coole Sache dabei, denn heute stelle ich euch die Schatzkarte vor von Salty Springs, also wie ihr die lösen könnt, wo ihr den Battle Pass Stern findet. Und das Ganze gibt es jetzt hier gleich im Video. Wenn ihr wollt, lasst also gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, lasst auch sehr, sehr gerne ein kostenloses Abo da. Wenn ihr mich richtig krass unterstützen wollt, könnt ihr natürlich auch mal Merchandise in der Beschreibung auschecken oder in der Infocard oben. Und jetzt lese ich aber nochmal drei Kommentare vor, die ihr unter dem letzten Video von mir geschrieben habt. Und wenn du auch mal in einem Video von mir dabei sein möchtest, dann schreib einfach jetzt ein nettes Kommentar und eventuell bist du dann im nächsten Video vertreten. Das erste Kommentar kommt von ByToxicYouTube. Er schreibt: Deine Videos sind mega geil, ich verfolge dich schon seit 16k oder weniger und bin immer noch ein treuer Abonnent. Wäre nett, wenn du mich grüßen würdest, bin später auch bei Stream dabei. Vielen, vielen Dank bei Toxic für dein richtig cooles Kommentar. Freut mich riesig, dass du schon so lange dabei bist und ein treuer Abonnent bist. Das nächste Kommentar ist von AdriFortnite007 sowie James Bond. Bist mega geil, machst richtig coole Videos. Ich bin schon seit 15k dabei. Oh, da tut sich gar nicht viel bei den beiden. Bist der beste YouTuber. Vielen, vielen Dank AdriFortnite007 für dein richtig nettes Kommentar. Freut mich auch, dass du schon so lange dabei bist. Finde ich immer richtig cool zu hören. Nächstes Kommentar ist von Kein Name und er schreibt: Du bist richtig cool, das Video ist super. Direkt bevor ich das Video angucke, einen Daumen nach oben geben. Bester YouTuber. Vielen Dank, Kein Name. Wie gesagt, Leute, lasst also gerne einen Daumen nach oben immer da. Das vergessen immer viele, aber wenn es euch gefällt, dann macht das sehr gerne. Ja, das waren die drei Kommentare für das heutige Video. Ich würde sagen, jetzt kommen wir zur Schatzkarte, denn man muss im Prinzip nicht zu Salty Springs, also da bei Salty Springs ist ja die Schatzkarte an sich, aber da müsst ihr nicht hin, ihr müsst nur diesen Stern halt eben einsammeln und ich sag euch jetzt, wo der ist. Ist wirklich nicht schwer, geht ganz schnell. Einfach nur bei Lonely Lodge landen. Ich zeige euch das gleich auch nochmal. Landet bei Lonely Lodge, dann geht zu dieser Rennstrecke. Dann habt ihr schon mal gutes Equip. Ihr könnt auch natürlich direkt bei der Rennstrecke landen. Und dann guckt auf der Karte, da ist so ein ganz großer Baum. Und dann müsst ihr da einfach bei den Reifen so ein bisschen gucken. Und da ist halt eben schon der Battle Pass Stern. Ist ganz easy und dann habt ihr die Challenge auf jeden Fall schon geschafft, Leute. Jetzt zeige ich euch das Ganze nochmal im Hintergrund. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video, Freunde. Morgen 6 Uhr täglich, frühs. Ich würde sagen, checkt später meinen Stream aus, Leute. Ich streame später wieder. Ich freue mich auf euch. Viel Spaß jetzt mit der Battle Pass Herausforderung. Ja, Leute, ich bin hier. Ich stehe hier. Hier war der Baum. Hier, ihr seht es auf der Karte, da ist der Baum gewesen. Weiter nach rechts. Okay, wir gehen weiter. Weiter, 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 weiter. Und ihr sagt, ich soll auf den Hügel bei den Reifen. Welchen Reifen denn? Ich check jetzt mal die Reifen ab. Hier... Checken wir den Reifen ab. Hier ist auch nichts. Checken wir mal den Reifen da ab. Ist hier was? Jawoll! Jawoll, Leute! Wir haben es geschafft, endlich. Vielen, vielen Dank an jeden, der es reingeschrieben hat. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me.